Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Schön, dass du online mit dabei bist. Und lass uns diesen wunderbaren Tag starten mit Gebet. Danke, Papa, Herr, für diesen wunderbaren Morgen, dass wir kommen dürfen, Herr, dass du alles andere als verschlafen und verpennt hast, sondern dass du schon wach bist, Herr, dass du uns jetzt siehst, Herr. Und wir beten in Jesu Namen, Herr, hilf uns, all das zu empfangen, Herr, was du für uns vorbereitet hast, was du in unser Herz hineinlegen möchtest, Herr, wo du sprechen möchtest, Herr, erfrischen möchtest, trösten möchtest, heilen möchtest heute Morgen, Herr. Amen. Amen. Wir alle lieben ja Humor. Wir lieben es zu lachen, weil das irgendwelche Hormone in uns hervorbringt, die irgendwie schön sind, weil es uns gute Gefühle gibt. Aber wir machen ja oft Witze auf Kosten von anderen. Und wir lieben es zum Beispiel über so eine gewisse nördliche Gruppe, die Ostfriesen Witze zu machen. Warum haben zum Beispiel die Ostfriesen keine Türen auf ihren Toiletten? Ja, damit keiner zum Türloch durchschauen kann. Aber es geht noch schlimmer. Es geht noch schlimmer, als ein Ostfriese zu sein. Ich hoffe, es schaut kein Mensch aus Österreich zu. Denn was machen denn die Ostfriesen bei Ebbe? Die wohnen ja am Meer. Was passiert, wenn quasi das Wasser zurückgeht? Die verkaufen dieses Baugrund an Österreicher. Und bei solchen Witzen, wir können ja auch Blondinenwitze oder so, da fangen wir jetzt nicht an, oder Witze über Männer, über Frauen, dass die Frauen immer doppelt so viel reden, weil die Männer nie zuhören. Und bei solchen Witzen bedienen wir uns super viel an Vorurteilen. Vorurteilen sind so oberflächliche, vorschnelle, meist falsche Annahmen über andere. Und dabei vergessen wir und sehen gar nicht, was der Einzelne eigentlich für eine Geschichte und Persönlichkeit hat. Das ist uns da irgendwie egal. Und heute wollen wir hineinschauen in eine Geschichte in Lukas 7, wo Jesus zwei Menschen begegnet und da einen davon ziemlich zurechtweist, weil er auch diese Vorurteile in seinem Herzen hat. Und vielleicht eine Geschichte, die du schon gut kennst. Ich habe das auch schon mehrmals dieses Jahr teilweise auch im Frühgebet gebracht, aber kürzlich nochmal so viele kostbare Dinge entdeckt in dieser Begebenheit, dass ich das mit dir teilen möchte. Und ich möchte heute Morgen die Frage stellen, wie kann ich, genauso wie Jesus, völlig ohne Vorurteile lieben? Und da haben wir in Lukas 7 diese wunderbare Begebenheit bei mir überschrieben mit die Hure und der Pharisäer, wo eine Frau beschrieben wird, die völlige Wiederherstellung erlebt hat. Eine Prostituierte, die Jesus begegnet, schon vor dieser Geschichte, lernen wir später, und völlig wiederhergestellt wird durch diese Liebe und Vergebung Gottes. Und es ist so eine Ermutigung. Wenn ich sehe das Leben dieser Frau und keine Frau oder kein Mensch übt so einen Beruf aus, der so bewusst erlaubt, dass jemand auf die Ehre und Schönheit von mir trampelt, ohne dass ich wirklich tiefe Verletzungen im Herzen habe. Und diese Frau begegnet Jesus aber und bekommt wirklich völlige Wiederherstellung und Vergebung. Und es ist so wunderschön und es ist so krass im Gegensatz dazu, zu dieser Frau, die Jesus so liebt, auf der anderen Seite dieser harte, kalte Pharisäer namens Simon, der diese Frau sieht und nur Verachtung für sie hat. Und starten wir mal rein und da möchte ich lesen ab Vers 36 bis 39. Da heißt es, ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen und Jesus war in sein Haus gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt. In dieser Stadt lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfahren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt hatte, kniete sich hin und fing so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn der wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Und Simon ist schon ein krasser Typ. Der zeigt uns, was wir manchmal in unserem Herzen tun. Nicht nur, dass der Simon ein hartes Herz hat und diese Frau verurteilt. Er stellt sich selbst über Jesus. Weil er sagt, ja, wenn dieser ein Prophet wäre, dann würde er doch genauso gut das erkennen, wie ich das erkenne. Dann würde er doch geistliche Augen haben, so wie ich sie habe. Und das ist schon eine krasse Sache. Jesus so zu erniedrigen und diese Frau so abzuweisen,
Und was wir tun, wenn wir Vorurteile haben, wir bedienen uns unserer Schubladen. Und heute Morgen habe ich auch mitgebracht eine schöne Kiste von meinem Sohn. Die Lieblingskiste von meinem Sohn. Da ist so ein schönes Zahlenschloss dran. Wunderbar, weil alle Schätze, die die Brüder nicht wegnehmen und kaputt machen sollten, die kommen dann da rein. Das heißt, das ist die Lieblingskiste von meinem Sohn. Und solche Boxen, solche Schubladen haben wir auch sehr, sehr viel. Und da stecken wir die Leute rein, die wir nicht so mögen. Und dafür haben wir natürlich auch unsere Gründe, weil sie das und das gemacht haben, weil sie so aussehen, weil sie irgendwie komisch sind. Die stecken wir da rein. Und wie Simon hängen wir da manchmal so ein starkes Schloss davor, dass es so viel braucht, dass diese armen Menschen aus dieser Box wieder raus dürfen. Und wir schauen uns mal an, wie das bei Simon so war. Wir lesen hier 39, wo Simon sich denkt, er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Das heißt, Jesus hat anscheinend zu wenig Wissen, denkt sich Simon. Aber wir sehen im Verlauf der Geschichte, dass Wissen nicht das Problem ist. Wissen ist nicht das Problem. Wissen führt mich eher dazu, dass ich vorschnelle Annahmen mache über dich und dich in eine Schublade stecke. Das Problem ist nicht das Wissen, das Problem ist die Liebe. Das Problem ist, dass ich Vorurteile in meinem Herzen habe. Und das Tragische ist, bei Vorurteilen, hier beim Simon, er unterscheidet nicht mehr. Dieses Label Sünderin hat er schön auf seine Kiste geklebt und er unterscheidet nicht mehr zwischen dem Sünder, der sündigen will und Bock drauf hat, dem es egal ist, was du denkst, was Gott denkt, der hat Bock zu sündigen. Der macht das Spaß, der entschuldigt das nicht, der hat Bock drauf. Der zeigt das auch. Und dem Sünder, der in seinem Herzen weiß, dass das falsch ist. Und wo Momente in seinem Leben immer wieder kommen, wo er sagt, Gott, ich will nicht, helf mir. Und Simon macht diese Unterscheidung nicht. Er kennt nur ein Label, Sünder und Heilige. Bei Heiligen ist wahrscheinlich er drin und bei Sündern alle andere. Und er macht diese Unterscheidung nicht und er sieht diese Frau gar nicht. Und das genau fragt ihn Jesus dann in 44, wo Jesus zu Simon sagt und sich zur Frau umdreht. Und Simon fragt, siehst du diese Frau? Simon kann diese Frau nicht sehen. Warum? Ja, weil sie in dieser Box drin ist und er den Deckel zugemacht hat und abgeschlossen hat. Wie soll er jemanden sehen, der da drin ist? Das heißt, Jesus sagt Simon, hey, was du gemacht hast, ist, du hast deine Frau so sehr in diese Schublade gesteckt, so sehr in diese Box geschlossen, dass selbst nachdem sie vor Jesus niederkniet hat, geweint hat, seine Füße abgetrocknet hat, mit ihren Haaren dieses kostbare Parfüm ausgegossen hat, all das reicht nicht, um diese Zahlenkombination in deinem Herzen zu öffnen, dass du diese arme Frau wieder rauslässt. Jesus fragt ihn, siehst du diese Frau? Ich meine nicht, siehst du dieses Label Sünderin, sondern hast du den Mut oder die Demut gehabt, diese Kiste auch mal zu öffnen und in das Herz dieser Frau zu schauen? Und nicht nur, dass er nicht unterscheidet zwischen Sündern, die Bock auf Sündigen haben und den Sündern, die sich Veränderung wünschen. Er weiß auch gar nicht, dass diese Frau sich schon völlig verändert hat. Wir lesen später in der Geschichte, dass diese Frau anscheinend Jesus vorher schon begegnet ist, Jesus aufgenommen hat, Vergebung erlebt hat und jetzt weint, nicht weil sie Schmerz hat, sondern weil sie dankbar ist. Wir lesen später, sie hat viel geliebt, weil ihr viel vergeben wurde. Das heißt, Vergebung ist schon vorher passiert. Aber diese ganzen Taten der Liebe kann der Simon gar nicht sehen, weil er diese Frau so sehr in seiner Box verschlossen hat. Und warum machen wir das oft mit diesen Boxen? Warum ist es oft so bequem? Ja, wenn zum Beispiel einer meiner Schüler in Mathe eine 5 bekommt, in Deutschland einer der schlechtesten Noten, aber 8 seiner Kumpels sind noch schlechter, na, dann denkt er sich, ja, so schlimm ist es doch nicht. 8 meiner Kumpels sind noch blöder als ich, also ist es doch nicht so schlimm. Oder 2 Kinder, die sich streiten und ich so frage, ja, warum beleidigst du, warum schlägst du einfach? Ja, der hat angefangen. Das heißt, wenn ich Fehler und Schuld bei dir finde, dann lässt das mich ein bisschen besser fühlen über meine Probleme und gibt das mir ein bisschen Trost über meine Unsicherheit. Und oft ist das ja so, dass die Leute mit den meisten Fehlern die meisten Schubladen haben.
weil sie am meisten Bedürfnis haben, dass ich mir selbst ein gutes Gefühl für mein Ego gebe. Und diese Frau hätte locker Möglichkeit gehabt, auch den Pharisäer auch in eine so eine schöne Box zu verstauen. Zu sagen, Heuchler, selbstzentriert, du glaubst gar nicht wirklich, selbst Jesus hat das gesagt, ihr schaut doch nur auf die Ehre der anderen. Und schwupps, wäre auch der Pharisäer in so eine Box gelandet. Aber wir lesen das nicht über diese Frau, weil die Frau etwas verstanden hat. Und da schauen wir mal rein, wo Jesus dem Simon dann hilft, diese Schublade zu öffnen. Da lesen wir nämlich in 41, springen wieder ein bisschen zurück, Jesus begann, ein Gleichnis zu erzählen, um dem Simon zu helfen, in diese Box mal hineinzuschauen. Und er sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, etwa 12.000 Euro, der andere 1.000 Euro. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Was meinst du? Wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Und Simon denkt kurz nach und sagt, ja natürlich der, dem das die große Schuld vergeben wurde. Und Jesus sagt, aha, wenn du diese Vorurteile hast, und oft rechtfertigen wir diese Vorurteile so sehr, ja, aber er hat ja das und das gemacht, dann rechtfertigen wir, warum wir Menschen in diese Schublade stecken dürfen. Wenn Gott aber über mich so denken würde, wenn Gott mich gerechtfertigterweise in Schubladen stecken würde, dann hätte ich ein großes Problem. Weil Gott nicht nur meine Sünden der Vergangenheit kennt, er sieht auch immer noch die Unreife oder Unreinheit in meinem Herzen jetzt. Das heißt, ich würde aus dieser Schublade nie wieder rauskommen. Und diese liebe Frau hat etwas verstanden, wie Jesus dem Simon hier erklärt. Beide hatten das Geld nicht, um zurückzuzahlen. Das heißt, lass die Menschen raus aus deiner Schublade. Öffne das Schloss deines Herzens und lass die Menschen aus dieser Box heraus, weil Vergebung ein Geschenk ist. Liebe ist ein Geschenk. Aber wir sind so darauf erpocht und sind so geprägt, dass Vergebung und Liebe kein Geschenk ist, sondern du, wenn du nicht anfängst, zumindest anzuzahlen, dann lasse ich dich nicht aus der Box daraus. Und dann bist du nicht würdig und hast du es nicht verdient, meine Liebe zu bekommen. Und der Simon, der wird von Jesus an die Hand genommen und ihm wird gesagt, hey, lass uns mal in diese Box schauen. Nicht nur das Label Sünderin machen, anschauen, sondern hier mal diese Box aufmachen und in das Herz dieser Frau zu schauen. Und durch dieses Gleichnis zeigt Jesus dem Simon, was im Herz dieser Frau passiert ist. Dass da drei Dinge drin sind. Wenn wir das öffnen, dann sehen wir ein Geschenk, wo sie verstanden hat, dass Vergebung ein Geschenk ist. Wo sie aufgehört hat, etwas dafür tun zu wollen. Vergebung ist ein Geschenk. Wird nicht gekauft, wird nicht verdient, wird nur angenommen. Die zweite Sache ist die Liebe Gottes jeden Tag. Sie ist ein Geschenk. Und wenn du es nicht annimmst als Geschenk, dann bekommst du es nicht. Die Liebe Gottes jeden Tag ist ein Geschenk. Und das hat diese Frau verstanden. Und das Dritte, was sie verstanden hat, ist, dass ich fähig werde zu lieben. Und das ist genau die Reihenfolge, dass ich erst Geschenke annehme und dann fähig werde, wieder zu lieben. Nicht andersrum. Hier heißt es nicht, sie hat geliebt und deshalb wurde ihr vergeben. Nein, wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Und es ist so interessant, wie die Geschichte abschließt. Wir sehen nämlich in Vers 47, wo Jesus ihm sagt, ich kann dir sagen, woher das kommt. Diese ganze Liebe, die aus dieser Frau nur rausfließt, woher kommt das? Ihre vielen Sünden sind schon vergeben worden. Und darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Und hier kommt jetzt die Auflösung. Das Gleichnis vorher war, einem wurde viel vergeben und er liebt viel. Dem anderen wurde wenig vergeben und er liebt wenig. Und Jesus sagt, okay, die Lösung ist, diese Frau, das ist die Person, der viel vergeben wird und deshalb liebt sie viel. Und dann sagt er,
wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig. Und Simon denkt sich, warte mal, wenn ich nicht die Person bin, die viel liebt, und Jesus nicht sagt, dass ich die Person bin, die wenig liebt, dann bin ich eine dritte Person, die im Gleichnis gar nicht genannt wurde, nämlich eine Person, der gar nicht vergeben wurde und die deshalb gar nicht liebt. Und es ist so interessant, wie Jesus das hier beendet. Er beendet es nämlich damit, er hört hier auf, mit Simon zu reden, und vielleicht greift er sich noch was vom Tisch und isst weiter. Und der Simon bleibt zurück mit dieser Frage, wer bin ich eigentlich in diesem Gleichnis? Beziehungsweise, ich komme gar nicht vor in diesem Gleichnis. Und das ist heute Morgen das Wort, dass wir unsere Boxen öffnen, dass wir zusammen im Heiligen Geist diese Zahlenschlösser öffnen, die manchmal 35 Stellen haben. Weil wir in unserer Vergangenheit so viele Rechtfertigungen gefunden haben, warum diese Person es noch nicht verdient hat, damit ich sie liebe oder ihr sogar vergeben sollte. Aber wir sehen genauso, wenn ich Vergebung nicht empfange als Geschenk, sondern denke wie Simon, ich müsste durch Gebot halten, etwas verdienen, werde ich niemals fähig, göttlich zu lieben. Das heißt, ich darf Geschenke annehmen von Gott, seine Vergebung und seine Liebe, damit ich, dieses kleine Herz ist mir jetzt abhanden gekommen. Passiert manchmal, gell? Damit ich dieses Herz hier wiederfinde. Das heißt, wenn ich dieses Herz hier nicht finde, wenn ich so Schwierigkeiten habe zu dienen, zu lieben, mich hinzugeben, zu vergeben, wenn ich das nicht finde, dann liegt das daran, dass ich Geschenke nicht angenommen habe. Und heute Morgen ist doch ein wunderbarer Moment, diese Geschenke anzunehmen. Damit mein Herz verwandelt wird, genauso wie diese Frau, die so viel Verletzung und Verachtung erlebt hat, dass sie fähig wird, wieder so zu lieben wie Jesus, nämlich völlig ohne Vorurteile. Vater, ich danke dir heute Morgen, Herr, dass wir Geschenke annehmen dürfen, Herr. Und deine wunderbare Liebe, deine Annahme, deine Vergebung sind immer for free. Sie waren sehr teuer für dich, aber für uns sind sie immer kostenlos, weil wir nicht fähig waren, auch nur einen Cent zu zahlen. Ich danke dir, Vater, dass du uns nicht in Schubladen steckst, sondern dass du uns zeigst, was es bedeutet, Menschen zu dienen und zu lieben. Und du sagst in deinem Wort so klar, dass diese göttliche Liebe ihre Feinde liebt. Dass diese göttliche Liebe Friede und Freude hat in tiefster Not, weil dieses Göttliche in meinem Leben geboren wurde. Vater, und dafür beten wir, Herr, dass wir tatsächlich so lieben, wie du es tust, Herr. Weil wir gelernt haben, dass Vergebung und Liebe immer ein Geschenk sind. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, unseren Menschen diese Geschenke auch zu gönnen. Amen.